Hallo meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Überraschungsorakel. Ja, wie ihr sehen könnt, habe ich hier schon ein Neunerblatt ausgelegt und das wird heute ein ganz besonderes Reading. Und zwar geht es hier heute darum, dass ich mit einem Neunerblatt arbeite und zwar mit dem Akasha-Chronik-Orakel. Und da geht es einfach darum zu schauen, was ist denn in der nächsten Zeit für dich wichtig, was kann in der nächsten Zeit für dich wichtig sein. Vielleicht bekommst du hier auch Impulse für dich und deine Situationen. Das sind ganz schöne Karten. Ich arbeite sehr, sehr gerne damit. Und ich habe mir jetzt einfach gedacht, ich mache jetzt einfach mal ein Neunerblatt mit diesen Karten und ich lasse mich da einfach führen, was denn da so dabei rauskommt. Wenn du die Karten siehst, kann es natürlich auch sein, dass du ja diese Karten auf dich und deine Situation anders deutest. Es ist mir einfach wichtig, dass du einfach hier dir diese Karten auch ansiehst, in dich gehst. Was können denn die Karten dir sagen? Ich gebe nur das wieder, was ich so reinbekomme und für dich kann das eben hier ganz anders sein, ja? Das ist natürlich ein allgemein gültiges Orakel. Es kann natürlich sein, dass du sagst, nee, damit kann ich überhaupt nichts anfangen. Dann soll dieses Orakel einfach auch nicht für dich sein. Wenn es für dich bestimmt ist, dann wirst du das auch wirklich spüren und erkennen. Wie ihr ja wisst, wenn ich ein Neunerblatt auslege, also hier mit 9 Karten, schaue ich immer die Themenkarte in der Mitte an. Das ist immer das Hauptthema. Darum geht es in den nächsten Wochen bei dir hauptsächlich. Und bei diesen Karten sind halt hier wirklich sehr, sehr gute Impulse dabei. Und ihr wisst ja, dass ich auch mehr Videos machen möchte, die in diese Richtung gehen. Nicht immer nur, dass der ganze Kanal voll ist mit Wunschpartner, 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 sondern eben wirklich abwechslungsreich. Natürlich interessiert einem das immer wieder, was beim Wunschpartner so los ist, aber das soll im Leben nicht der Hauptgrund sein. Ja? Der Hauptgrund sollst du und deine Entwicklung sein. Und deswegen mache ich auch in Zukunft die unterschiedlichsten Orakel mit den unterschiedlichsten Orakelkarten. Wenn ihr auch auf TikTok seid, könnt ihr mir hier auch gerne folgen. Da gibt es auch immer wieder Auswahlorakel. Dann gibt es auch bei TikTok, das mache ich nur über TikTok, dass ich hin und wieder mal 2, 3 Leute mir aussuche, die dann ein kleines TikTok-Video bekommen, wenn sie mir ihre Frage stellen. Das geht halt einfach nur über TikTok. Wenn du mich gerne auf TikTok abonnieren möchtest, dann würde ich mich sehr, sehr freuen. Ja, ich starte los. Ich beginne jetzt mal mit dem Hauptthema. Worum geht es denn hauptsächlich in der nächsten Zeit? Und zwar um das Thema Dankbarkeit. Dankbarkeit segnet dein Herz und macht das Leben kostbar. Da geht es einfach darum, dass du wieder mehr in die Dankbarkeit gehst. Ja? Auch schwierige Situationen sind für etwas gut und für die kannst du dankbar sein. Ja, ich habe jetzt unlängst mal, oder eigentlich gestern, gesagt, dass ich dankbar bin, was eine Situation betrifft, denn da habe ich gelernt, mein Glück mehr zu schätzen, ja, durch diese doch sehr schwierige Situation. Die Situation war schwierig und ich bin trotzdem dankbar, dass sie so gekommen ist, denn ich weiß jetzt mein Glück mehr zu schätzen. Und das ist eben hier mit der Dankbarkeitskarte eben auch damit gemeint. Und wenn man so in die Energie der Dankbarkeit geht, das, was man hat, eigentlich zu schätzen weiß, auch wenn es vielleicht wenig ist, dann strahlt man positive Energie aus und durch das Resonanzgesetz kommt natürlich von außen dann auch diese positiven Dinge. Dann schauen wir uns weiter an. Oh, es geht also um den Seelenpartner. Na, das finde ich jetzt mal interessant, weil bei mir ging es um meinem Gegenüber, wo ich eben ja dankbar bin, soll durch diese schwere Schule gegangen zu sein, dass ich jetzt mein Glück wieder genießen kann. Und es geht bei dir um den Seelenpartner. Werde dir selbst zu deinem eigenen besten Seelenfreund und Partner. Das ist eine sehr, sehr schöne Botschaft. Sei wieder mehr dankbar, was dich betrifft. Ja? Sei dankbar, wie du dein Leben meisterst, wie du vielleicht auch Schicksalsschläge meisterst, wie du schwierige Situationen meisterst. Ja? Aber auch dein Seelenpartner wird jetzt erkennen und dankbar sein, dich überhaupt in seinem Leben haben zu dürfen. Ja, sehr, sehr spannend. Also es geht hier für diejenigen, die einen Seelenpartner haben. Dann Engel des Wohlstands.
Lege deine alten Vorstellungen von Wohlstand ab und lebe die Liebe. Vielleicht hast du in der Vergangenheit immer wieder gedacht, Geld verdirbt den Charakter, Geld ist schmutzig. Solche alten Vorstellungen, was Wohlstand betrifft, das sollst du ablegen. Was ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen kann, wenn ich die Karten zusammendeute, dass dein Seelenpartner alte Vorstellungen von Wohlstand auflöst. Wenn dein Seelenpartner eher so der materialistische ist, alles mit dem Verstand versucht zu begreifen, weniger aufs Herz hört, dass dein Seelenpartner in die Dankbarkeit kommt, dich wieder zu schätzen weiß und aus den alten Vorstellungen von Wohlstand aussteigt und die Liebe mit dir leben möchte. Also das kann sowohl für dich jetzt stehen, diese Botschaften, als auch für deinen Seelenpartner. Dann haben wir die Karte Schatten. Stelle dich mutig deinen Schatten und deine Seele wird sich entfalten. Und da kann es, wie gesagt, dich selber betreffen oder deinen Gegenüber, deinen Seelenpartner. Du wirst aufgefordert, dich mutig deinen Schatten zu stellen, damit du dich entfalten kannst. Hier höchstwahrscheinlich Schatten von alten Vorstellungen, was Wohlstand betrifft. Ja, wieder mehr in die Dankbarkeit gehen. Und wenn es dich jetzt nicht betrifft, dann betrifft es hier höchstwahrscheinlich deinen Seelenpartner, dass dein Seelenpartner eben sich jetzt seine Schattenanteile ansieht, die ja jeder hat. Nur die wenigen, also manche geben es halt einfach nicht zu. Dann haben wir Klatsch. Schau nach innen und richte ein liebevolles Licht auf alles Leid, das du noch festhältst. Da geht es eben um das Leid mit dem Seelenpartner, wenn dein Seelenpartner dich verletzt hat, wenn es hier Situationen gegeben hat, die dich verletzt haben, ja, sei dankbar, dass es diese Situationen gegeben hat, ja. Wiederum kann es auch bedeuten, dass dein Seelenpartner sich jetzt nach innen richtet, ja, Innenschau betreibt sozusagen, aus den alten Vorstellungen von Wohlstand aussteigt und sich mehr nach innen richtet. Dann gibt es die Gemeinschaft. Finde eine Gemeinschaft, die dein inneres und äußeres Wesen nährt und fördert. Wie gesagt, kann hier dich betreffen oder deinen Wunschpartner, deinen Seelenpartner, dass ihr wieder mehr in die Gemeinschaft geht. Dann haben wir die Isolation. Das passt ja eigentlich wieder sehr, sehr gut zur aktuellen Krise. Sei dir gewiss, du bist immer und zu jeder Zeit sicher und geschützt, auch wenn du dich isoliert fühlst. Ja, vielleicht fühlt sich auch dein Seelenpartner isoliert. Dein Seelenpartner wird dann Innenschau betreiben, wird wieder mehr diese Gemeinschaft mit dir leben wollen oder du, ja, dass du hier dich von deinem Seelenpartner isoliert fühlst, abgetrennt fühlst, dass du Innenschau betreibst und dich wieder mehr ja, der Gemeinschaft widmest, wieder mehr aus dir herausgehst. Dein Körper ist dein Tempel. Achte liebevoll auf deinen Körper und ehre ihn als etwas Wertvolles. Sei dir einfach auch dankbar für deinen Körper, der dich tagtäglich durchs Leben trägt. Und als letzte Karte haben wir die Phobien. Richte deine Seele wieder auf ihre göttliche Bestimmung hin aus. Egal, vor was du Angst hast, vielleicht hast du jetzt momentan Angst vor Gemeinschaft, vor Ansteckungen, vielleicht hast du irgendwelche anderen Ängste, dass wieder Altes hochkommt, dass was schon mal gewesen ist, also quasi das Déjà-vu-Erlebnis, dass so etwas wieder kommt, ja. Sei dankbar, was in der Vergangenheit gewesen ist. Es hat dich stärker gemacht. Betreibe Innenschau, richte dich nach innen. Ja, isoliere dich nicht, suche wieder mehr die Gemeinschaft und versuche deine Ängste, deine Schattenanteile aufzulösen. Wenn es deinen Wunschpartner betrifft, dann deute das einfach auf deinen Wunschpartner um, dass dein Wunschpartner mehr wieder mit dir die Gemeinschaft leben will, aus seinen Ängsten, aus seinen Zweifeln, aus seinen alten Vorstellungen ausbricht und wieder mehr mit dir an einem gemeinsamen Strang
zieht. Also ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes Orakel. Vielleicht konnte der eine oder andere etwas damit anfangen. Ich finde die Karten sowieso überhaupt grenzgenial. Habe euch die Karten natürlich auch unten verlinkt, wenn euch diese Karten interessieren. Ich wünsche euch jetzt schon ein wunderschönes Wochenende. Bis zu den nächsten Orakeln. Alles Liebe. Ciao.